Hallo, Al Wasser hier on Freakish Pure Nightlife. Hallo zusammen und schön sind ihr wieder dabei bei Freakish Pure Nightlife. Das Mal nimmt uns der Al Walzer mit auf den Mond. Check this out! Amerikaner, die es in Hollywood wirklich geschafft haben. Al Walzer kennt die Stars und die Stars kennen ihn. Vor kurzem hat er eine Punkt-12-Zuschauerin sogar mit zu den Oscars genommen und ihr die Hollywood Society vorgestellt. Al Walzer mit Trendsetter! Vielen Dank. Trendsetter! Das nächste Thema bei Verstehen Sie Spaß? Tell us all about this Germany camera crew. Are you keeping up with the Kardashians? What are you? Kind of. I got my own show in Germany, and Germany is a very huge market. It's the second biggest market in the world, so they're following me. I just got back from a world tour, so I'm back in LA. But I just got back from Germany, Switzerland, Austria. We did Holland, we did England, London, and it's a pretty big tour. Yeah. Do you like touring? I love it. It's the best thing. It's the best thing. Seriously, it's just so. I don't know, it's just great. You know, the audience is there, you get immediate response. It's really great. How do you sleep? I mean, you're such a rock star. That's a good question. In a plane. You sleep in a plane and, you know, I mean, there's not a lot of sleep. It's not more than 6 hours, yeah. But it's tough. It's really tough because if you want to maintain a certain lifestyle, especially when you're young, you know, you got to work a lot. Right. And so it's not easy. It's really not. And you got to make it a priority for yourself, you know, in order to make it work. You're right. So yeah. Al, es war wunderschön, hier mit dir eine kleine Spritztour zu machen. Was war es denn? Die Sprache, die Ausgangssprache.
Es war ein Spritztour, ja. Genau, es war wunderschön. Erzähl mal, warum bist du so toll angezogen und warum so ein schönes Auto? Ja, also ich habe den Astronautenhelm dabei. Das hat sich irgendwie so eingebürgt bei mir. Man kennt mich als der Rocketman, auch in den USA. Ich lege so auf. Ich versuche mit meinem Outfit und mit meiner Show auch die Leute ein bisschen auf einen anderen Planeten zu bringen, dass sie ein bisschen abgelenkt werden und einfach ein bisschen schräg daherkommen. Dann würde ich sagen, gehen wir auf den anderen Planet und machen dort weiter. Bis später. Das ist das Leben von Al Walzer, Musikproduzent aus Los Angeles. Ein Mann, der sich zu verkaufen weiß und dadurch ziemlich viel Kohle macht. Ich versuche das schon immer zu verbinden mit dem Lifestyle zwischen Luxus und Arbeit. Auffallen um jeden Preis. Beim Spaziergang mit Bodyguards, Sekretärin und diversen Assistenten oder aber als DJ im Raumanzug. Al Walzer ist Experte im Eindruck schinden. Das ist mein Lifestyle, unser Lifestyle. Er hat es in Hollywood geschafft, Al Walzer. Neben mir jetzt Al Walzer. Komischerweise bist du da in der Schweiz. Du bist doch normalerweise in L.A. Was bringt dich da hin, außer freakisch? Ich bin ja in der Schweiz geboren übrigens. Also das weiß ich. Ich komme immer wieder gerne in die Schweiz. Ich bin normalerweise in L.A., ich komme so 2-3 Mal in die Schweiz. Ich komme heute gerade von Berlin. Was bietest du heute Abend? Ich bin eine geile Show. Ich spiele sehr kommerzielles Zeug. Es sind Remixes, die man so noch nie gehört hat. Auch von Freunden von mir, eigene Remixes, auch von Hits, die man schon kennt. Der Helm ist mit dabei. Also wenn ich richtig geil drauf bin, dann ziehe ich einfach den Helm an und dann geht es richtig geil ab. Hat Al einiges auf dem Zettel. Für seinen Job als DJ braucht er dringend neue Arbeitskleidung, sprich einen Raumanzug. Klingt komisch, aber der ist sowas wie sein Markenzeichen. Ein Filmausstatter soll diesen doch sehr speziellen Wunsch wahrmachen. Also wichtig ist, dass es outstanding aussieht, dass es also wirklich visuell ein Hingucker ist. Das ist mal das Erste. Aber es muss auch praktisch sein. Also ich muss mich bewegen können. Diese Löcher finde ich ganz cool, weil ich habe so einen Schlauch bei meiner Talkbox. Ja, die geht vom Keyboard, so ein Schlauch, so eine Röhre. Das kann ich da schön so durch und dann in den Mund. Dann kann ich so Bewegungen machen. So. Offensichtlich wittert der Filmausstatter jetzt das dicke Geschäft und stellt Al einen Anzug für $70,000 vor. Meine ist ein bisschen unkomplizierter. There you go. Now just stand up into it. But it's show business. There you go. All right.
No, for you guys now. Jetzt muss der Anzug nur noch partytauglich sein. Mikrofon, ich bin kein Mikrofonschüher DJ, Menge DJs machen einfach den Regler und that's it. Ich bin mein eigener MC, it's a One-Stop-Shop und versuche dann natürlich auch das Publikum anzuheizen. Du hast nicht nur deine Radioshow, du leist nicht nur auf, sondern machst du noch eigentlich tausend andere Sachen. Man nennt dich ja auch Multitasking und eigentlich alles können. Was machst du sonst so? Ich mache alles das, was mir Spaß macht, in erster Linie. Also alles, was für Entertainment steht. Aber es ist richtig, ich bin ein One-Stop-Shop, ich habe mein eigenes Musiklabel und es kommt von daher, weil ich einfach gemerkt habe, du kannst auf die anderen nicht verlassen. Und dann habe ich einfach angefangen, mein eigenes Zeug zu kreieren und seitdem funktioniert das. Also ich habe einen eigenen Verlag, wo wir jetzt gerade auch den Song von der Jolina Dreves, Trendsetter, haben können platzieren in den USA bei Beverly Hills 90210. Wow. Und der Song ist auf meinem Verlag, ich habe den Song auch geschrieben und produziert, also da passiert viel. Tatsächlich zu was gebracht, ist in Hollywood eine echte Größe. Man kennt ihn unter anderem als Freund von Michael Jackson oder vieler anderer Stars. Man muss halt nur die richtigen Leute treffen und Spaß haben, sagt er. Spaß an der Sache zu haben, ist das Erfolgsrezept und nur dann gehst du durch dick und dünn, auch wenn es mal nicht so läuft. Und du arbeitest immer an dir. Und das sind halt so Sachen, wir sind ja alle vergänglich, aber ich glaube, die Musik bleibt. Für die jungen Leute jetzt draußen, auch du hast jung angefangen. Was muss man haben, um so erfolgreich zu werden wie du? Für. Das innere Für. Das ist das Allerwichtigste. Du brauchst einen eigenen Antrieb und es muss von dir selber kommen. Nur dann gehst du durch dick und dünn. Weil es ist ein harter Weg und es gibt keine Abkürzung. Das habe ich selber gelernt. And so we're about to do this set right here. Club Andoschen. Switzerland, here we are. So good. So wird es gar nicht.
Nein, wir haben es nicht. Ah ja.